Und was ist unser Thema heute? Muscheln. Unser heutiges Thema heißt Perspektiven. Sind das vier verschiedene Spitzer? Nein, das ist ein Spitzer aus verschiedenen Perspektiven. Mal von oben, mal von unten, mal von rechts, mal von links. Und hier siehst du auch eine Schraubenmutter aus verschiedenen Perspektiven. So, ich habe mit Legos und mit Knet etwas gebaut und je nachdem, welche Perspektive du hast, sieht das mal so aus oder mal so oder mal so oder mal so oder mal so. Ups, so. Du siehst jetzt gleich vier Fotos von meinem Gegenstand in einer Perspektive. Nimm ein Papier. Falte das Papier zweimal. Du siehst gleich vier Fotos von verschiedenen Perspektiven. Male eine Perspektive hier, eine Perspektive hier, eine Perspektive hier und eine Perspektive hier. Male bitte nur das, nicht mich. Ja, du malst bitte nur das. Nun machst du im Arbeitsheft auf der Seite 72 die Nummer 1. Bei der Nummer 1 musst du überlegen, hier gibt es den Gegenstand und vier Kinder. Welches Kind sieht das? Welches Kind sieht das? Welches Kind sieht das? Und welches Kind sieht das? Nummer 1. Bei der Nummer 2 musst du malen. Was sehen die Kinder?